So, Freunde, jetzt ist es soweit. Endlich kann ich ankündigen, was ich schon lange weiß. Jetzt bin ich mir ganz sicher, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Langdistanz 2018, Triavi ist dabei. Und zwar habe ich mich entschieden, das in Rot, also die Challenge Rot zu machen. Das wird am 1. Juli 2018 passieren, bei wunderschönem Wetter, 25 Grad im Schatten und ohne Wind. Das sind meine Vorhersagen. Und ich habe mich ein bisschen schwer getan, das jetzt öffentlich zu machen. Aus zwei Gründen. Zum einen ist natürlich dann auch ein großer Druck da, dass ich jetzt wirklich viel trainieren muss, regelmäßig trainieren muss, nach Plan trainieren muss, schwimmen gehen muss. Oh. Auch aus einem anderen Grund, denn ich habe so lange hinausgezögert, weil ich versucht habe, ich kann ja ganz offen sagen, ein paar Sponsoren ins Boot zu holen. Ja? Ich habe gesagt, liebe Firma, hallo, hier spricht Triabi, Klammer auf, ihr wisst schon, bitte gebt mir euer Zeug für Triathlon gratis. Danke und tschüss. Aber die haben gesagt, ja, und dann habe ich die im Internet kursierende Doku vom NDR gesehen. Das Ironman-Experiment. Leider kann ich hier keine Ausschnitte der Doku zeigen. Das NDR-Team möchte nicht mit dem Triabi-Team zusammenarbeiten. Auch auf Nachfrage, schade. Aber auch egal, ich kann es kurz erzählen. Da gibt es einfach einen Reporter, der hat sich gesagt, okay, ich mache irgendwie Sport, mache ein bisschen Triathlon und lasse mich jetzt überreden, einen Ironman zu machen. Und zwar geht es da um den Ironman in Hamburg. Er hat sich dafür angemeldet und bereitet sich dann erstmal vor, indem er verdammt viel Geld ausgibt. Er lässt sich ein Wattmesssystem ins Fahrrad einbauen. Er macht ein Trainingslager mit Schwimmtrainer. Er macht eine Leistungsdiagnostik. Und überhaupt hat er schon ganz viel Equipment am Start. Also, und ich fand irgendwie, die Doku hat genau das falsche Bild vermittelt. Nämlich, dass man verdammt viel Geld dafür braucht, um mal einen Ironman zu machen. Deswegen ist mein Motto, Low Budget. Das heißt, kostenloser Trainingsplan, kostenlose Leistungsdiagnostik, keine neuen Anschaffungen, aber maximal Spaß. Genau, darum soll es also gehen. Jetzt bei mir in den nächsten 8 Monaten ungefähr. Das heißt, ich werde versuchen, so wenig Geld wie möglich auszugeben, so viel Spaß wie möglich zu haben und mit diesen Voraussetzungen bei der Challenge Rot 2018 zu finishen. In den nächsten Wochen werde ich dann hier erstmal zeigen, wie ich meinen Alltag umgestalte, welchen Trainingsplan ich benutze, wie ich das in Familie und Baby vereinbare, aber vielleicht auch ein paar Tricks zeigen, wie man günstig an Material kommen kann, auch ohne Triathlon-Channel auf YouTube. Also soll es zum einen darum gehen, so eine Art Trainingstagebuch hier bei YouTube zu führen und zu sagen, ich leide, ich trainiere, ich mache nebenbei noch ganz viele Sachen. Zum anderen will ich aber auch allgemein ein paar Tipps geben und auch weiterhin schlechte Witze machen. Das ist mein Anspruch. Ich hoffe, ihr folgt mir auf meinem Weg nach Rot. Achso, fast vergessen. Ich habe mit einem meiner Lieblingsversender gearbeitet, nämlich Enjoy Your Bike. Für den habe ich hier oben ein Video gemacht, oder hier oben. Guckt da mal rein und lernt was. Also jetzt aber tschüss.